Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Das ist wieder so eine Aufgabe, in der wir euch das Abitursniveau ein bisschen näher bringen wollen, um euch vor allem die Angst vor dem Abitur zu nehmen. Wir sind bei den Aufgaben im Bereich der analytischen Geometrie, also bei Vektoren. Wir haben hier einen Punkt A, eine Gerade G und wir sollen die Ebenengleichung aufstellen, die sowohl G beinhaltet als auch E. Also aus einer Gerade einem Punkt sollen wir eine Ebene machen und das Ganze so bitte in der Koordinatendarstellung annehmen. Nun, ihr seht ja hier schon die Gerade in der Parameterdarstellung. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Richtungsvektor hätte, hätte ich schon eine Ebenendarstellung. Wir wissen, das ist ein Punkt, der Stützvektor. Das ist nichts anderes als ein Punkt, der an der Ebene liegt. Das ist ein weiterer Punkt. Wenn ich jetzt diese zwei Punkte nehme, also ich habe jetzt einen Punkt A, und jetzt gebe ich dann hier einen Namen und sage, das ist der Punkt B, dann wäre 3, 3, 1. Der liegt ja auf jeden Fall in G, der liegt also später auch in der Ebene E. Den nehme ich also als Stützvektor der Ebene E. Und jetzt versuche ich einfach mal den Vektor AB zu berechnen. Der Vektor AB ist ja nichts anderes als der Ortsvektor von B und das Ortsvektor von A. Also nichts anderes als 3 minus 2, 3 plus 1. Ihr seht hier minus minus und 1 plus 2. Das heißt, wir kommen hier auf 1. 4, 3. Das wäre unser weiterer Richtungsvektor in diesem Fall. Wir können also unsere Ebene schon mal schreiben als E, Doppelpunkt, X ist gleich 3, 3, 1 plus T mal 3, 0, 1 plus S mal 1, 4, 3 T und S. Nun, wir wollen es aber in der Koordinatenform angehen. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist noch diese Ebenenform in die andere Form überführen. Und dazu empfehle ich euch, das Kreuzprodukt zu benutzen. Wer das nicht kennt, der geht auf www.lyrelda.de und gibt in der Suchform, im Suchfeld oben einfach mal Kreuzprodukt ein und ihr werdet auf einmal erleuchtet werden. Nun, also wenden wir das Kreuzprodukt an. 3, 0, 1, Kreuz, 1, 4. Ich schreibe die Vektoren nochmal ab. 3, 0, 1, 1, 4, 3. Streiche die unterste Zeile durch und rechne über Kreuz. 0 mal 3 minus 4, also minus 4. 1, 1, 3, 3, also 1 minus 9 minus 8. 3 mal 4 gibt 12, minus 0. Wir haben also einen Vektor, minus 4, minus 8 und 12 berechnet. Der steht jetzt definitiv senkrecht auf unserer Ebene. Das ist also der normale Vektor. Damit könnten wir jetzt schon das hier als Vorfaktor Koordinatenform nehmen. Wir können aber auch was anderes machen. Ihr seht, dass wir diesen Vektor hier kürzen können, sozusagen. Wir können ihn ein bisschen vereinfachen. Wir teilen ihn einfach mal durch 4. Ich nenne es dann mal n'. Und dann heißt er nur noch minus 1, minus 2 und 3. Und schon sieht er ein bisschen harmloser aus. Und jetzt kann ich sagen, naja, also Ebene E ist minus x1 minus 2x2 plus 3x3, einfach die Vorfaktoren übernehmen. Und jetzt ist gleich, jetzt müssen wir den Wert ausrechnen. Und dazu nehmen wir einen Punkt, der definitiv auf unserer Ebene liegt. Und das wissen wir ja, das wäre zum Beispiel A, aber es wäre auch zum Beispiel der Punkt B hier. Also nehme ich mal B, dann steht hier minus 3, minus 2 mal 3, plus einmal die 3. 3 mal die 1. Nun kann man ausrechnen. 3 minus 3 macht minus 9, macht minus 6. Also wäre unsere Ebenengleichung minus x1 minus 2x2 plus 3x3 ist gleich minus 6. Wer keine negativen Zahlen hier möchte oder hier einfach die Vorzeichen komplett umtauschen, auch das wäre eine komplett richtige Angabe. Nun rechnet die Aufgabe selber nochmal durch. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und bleibt uns gewogen.